Im Frühling erwacht die Fauna, auch die Grashüpfer und Heuschrecken. Auf den Cup-Viertelfinal bezogen lautet deshalb die Frage, kann das unterklassige GC heute den favorisierten FC St. Gallen plagen? Doch zuerst sind die Ostschweizer am Drücker. 5 Minuten gespielt, Gimeno auf Görtler, großartig! St. Gallen zeigt dem Gegner gleich, wo der Hammer hängt. Görtler, sonst eher für seine Zweikämpfe und Zuspiele bekannt, mit einem Traumtor. Grün-Weiß hat alles im Griff, sucht den nächsten Treffer. Stillhag verfehlt nach 14 Minuten nur knapp. 4 Minuten später, GC schwimmt, St. Gallen stürmt. Und Ruiz trifft. Da bahnt sich für die Grasshoppers ein Debakel an. Weil André Santos nicht gut genug klärt, auch sonst kein Blau-Weißer richtig hingeht, kann Ruiz hier einnetzen. Vom Leader der Challenge League bis jetzt noch gar nichts zu sehen offensiv. Hier mal ein Vorstoß, fair in die Tiefe zu Da Silva. Ziggy hält. Immerhin mal ein Belastungstest für die St. Galler Abwehr. Fertig, Ziggy Pause. Trotzdem, das bessere Team kommt weiterhin aus St. Gallen. Muheim spielt sich hier durch. Immer noch Muheim. Scheitert am GC-Goli Matic. Es könnte auch 3:0 oder 4:0 stehen. Kurz vor der Pause noch einmal ein GC-Angriff. Aschefei, schönes Solo, verzieht nur knapp. Es sind rare GC-Momente, sonst sieht das eher aus wie hier. Die Hoppers noch auf der Suche. Eine Lösung wäre, einen Freistoß treten. Und tut das fulminant. Zwingt da Ziggy zu einer abendlichen Flugshow. Ja, GC jetzt präsenter, mutiger, stürmischer. Arrigoni, seine Hereingabe noch abgelenkt und darum gefährlich. St. Gallen mittlerweile nur noch am Verwalten, taucht erst nach 81 Minuten wieder vorne auf. Dann aber gleich gefährlich. Adamu schießt GC-Goli Matic an. Kein Offside, aber das wäre jetzt auch ein Treffer aus dem Nichts gewesen. Nachspielzeit, gleiche Situation auf der anderen Seite. GC mit dem Freistoß. Und Bonatini mit dem 1:2, dem verdienten Anschlusstor. Das aber zu spät kommt. St. Gallen ist eine Runde weiter. Ich weiß nicht, wenn St. Gallen letztes Mal Final war. Es ist sicher speziell für die Region und auch für jeden einzelnen Spieler, wo viele noch nie in einem Halbfinale waren. Und es wird sicher ein interessantes Spiel. Vor 6 Jahren standen die St. Galler letztmals in einem Cup-Halbfinale. Jetzt dürfen sie sich auf ein Duell mit Servette freuen.